Wenn ihr Sprachaufnahmen aufnimmt, kann es manchmal vorkommen, dass ihr so ein gewisses Grundrauschen mit aufgenommen habt. Das bedeutet allerdings nicht, dass ihr die Aufnahme löschen müsst. Es gibt da durchaus Hilfe. Und was ihr dagegen machen könnt und wie ihr das Rauschen entfernen könnt, das zeige ich euch in diesem Tutorial. Ihr müsst einfach nur dranbleiben. Bis gleich. Glück auf und willkommen zu einem neuen Tutorial. Ich bin der Daniel von Mein Ohrenkino. In diesem Tutorial möchte ich euch einmal zeigen, wie man mit Hilfe von Audacity das Rauschen in eurem Audiosignal entfernen kann. Das ist wirklich nicht schwierig, da gibt es ein, zwei Handgriffe, die man machen muss und genau diese erkläre ich euch jetzt. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Dann wollen wir auch direkt einmal mit der Rauschverminderung mit Audacity beginnen. Der erste Schritt, den wir machen müssen, Audacity oder der Algorithmus muss erst einmal verstehen, was wir in dem Audiosignal eigentlich entfernen wollen. Dazu müssen wir eine Stelle aussuchen, möglichst lange, also ruhig ein paar Sekunden, wo man nur das Rauschen hört. Genau an dieser Stelle hier beispielsweise, ihr seht hier, das ist nur Rauschen. Wir hören uns das auch einfach mal an, damit ihr wisst, wovon ich spreche. So. Ihr seht hier, das geht schon bis zu minus 35 dB. Man hat im Hintergrund noch so ein ganz, ganz leichtes Brummen gehört. Also hier ist auf jeden Fall die Rauschverminderung notwendig. Hören wir uns den Clip einmal unbearbeitet an, damit ihr nachher Vorher-Nachher-Vergleich habt. Und so verließen wir dieses alte Haus und machten uns auf den zweifelhaften Weg zu einem ungewissen Ziel. So, die Stimme, die ihr hört, ist die Karin aus Morturum Kibus, gesprochen von der lieben Janine Koch. Und sie wird mir verzeihen, dass ich hier diesen Clip ausgewählt habe für dieses Tutorial. Wählen wir einmal ein Stück Rauschen aus, markieren. Dann gehen wir hier auf Rauschenverminderung. Und hier steht auch schon Schritt 1, wir sollen genau das machen, was wir gerade gemacht haben. Einmal das Rauschen markieren und hier auf Rauschprofil ermitteln gehen. Das heißt, jetzt haben wir dem Algorithmus erklärt, was er später entfernen soll. Im zweiten Schritt gehen wir wieder auf die Rauschverminderung und hier Schritt 2. Und da seht ihr, da gibt es jetzt drei weitere Parameter, die man einstellen kann. Das sind jetzt hier so die Standardwerte, die Audacity automatisch also einstellt. Das heißt, wir können uns das jetzt einfach mal anhören. Aha, nee, vorher müssen wir einfach, was wir vorher noch machen müssen, habe ich vergessen. Wir müssen natürlich jetzt einmal nur den Teil markieren, wo wir das Rauschen entfernen wollen. Habe ich vergessen, sorry. Das heißt also, bevor ihr den zweiten Schritt macht, müsst ihr einmal noch, wie gesagt, den Teil markieren, wo der Algorithmus dann das Rauschen entfernen soll. Machen wir das ganze Spielchen nochmal. Rauschverminderung, genau, Schritt 2. Und hören uns einfach mal an, was jetzt passiert, wenn wir diese Standardeinstellung von Audacity übernehmen. Und so verließen wir dieses alte Haus und machten uns auf den zweifelhaften Weg zu einem ungewissen Ziel. Im Prinzip schon nicht schlecht. Diesen Vorhör-Button solltet ihr auf jeden Fall immer benutzen, bevor ihr irgendwas bestätigt. Einfach damit ihr euch vorher im Klaren seid, was da eigentlich passiert. Aber was ist da denn jetzt eigentlich passiert? Jetzt steht hier Rauschverminderung, Empfindlichkeit, Frequenzglättung. Und ich habe mich bei vielen Tutorials immer gefragt, was heißt denn das, wenn ihr sagt, die Einstellungen wären beispielsweise so in Ordnung? Da habe ich mich immer gefragt, was passiert denn da? Im Prinzip ist es ganz einfach. Bei der Rauschverminderung, ich meine, das versteht sich von selbst, das bestimmt einfach nur die, also wie stark das Rauschen in der Lautstärke reduziert wird. Bei 12 würde bedeuten, das Rauschen würde jetzt bei minus 12 dB oder um minus 12 dB abgesenkt werden. Und wenn wir den Maximalwert nehmen, hier wären es dann minus 48 dB. Das ist jetzt eine Einstellung, die würde ich so nie machen, weil ihr müsst gar nicht das Rauschen so extrem minimieren, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ein ganz, ganz, ganz leichtes Restrauschen noch zu hören ist, kann es einfach auch sein, dass ihr später in der Hörspielproduktion, da kommen ja noch andere Dialoge hinzu, da kommen also noch mehr Sprecher, Hintergrundgeräusche, Musik und so weiter. Das heißt, es könnte auch sein, dass dieses Rauschen gar nicht mehr wahrnehmbar ist. Deswegen tastet euch langsam an die ganzen Einstellungen ran und wenn ihr wirklich der Meinung seid, so, jetzt ist das Rauschen so gut wie gar nicht mehr zu hören, dann passt das so. So. Kommen wir dann zur nächsten Einstellung. Ich stelle das mal jetzt wieder zurück auf 12.
Dann kommt die Empfindlichkeit. Ihr seht ja, ich habe hier eine bestimmte Stelle markiert. Das bedeutet aber nicht, dass der Algorithmus das als Ganzes bearbeitet, sondern er teilt dieses Sample, was wir markiert haben, jetzt in kleine Bänder auf. Das heißt, er nimmt das ganze Frequenzspektrum und teilt es in einzelne Bereiche bzw. in einzelne Bänder auf. So, und die Empfindlichkeit bedeutet jetzt, möchte ich dieses Band oder dieses einzelne Band oder die einzelnen Bänder eher schmal haben oder eher breit. Das bedeutet, eine niedrige Zahl wäre eher schmal, eine hohe Zahl oder eine hohe Empfindlichkeit bedeutet, dass das Band immer breiter wird. Und das hat einfach Einfluss auf den Klang. Damit könnt ihr nochmal so ein bisschen feintunen. Das heißt, wenn ihr feststellt, oh, hier mit der Rauschverminderung bin ich soweit zufrieden, aber bei der Empfindlichkeit könnte ich noch ein bisschen feinjustieren, dann könnt ihr das hier über diese Feinjustierung oder über diese Empfindlichkeit machen. Da kann ich euch auch keinen Standardwert sagen, weil ihr müsst, das hängt einfach immer von dem Audiosignal ab, was ihr gerade vorliegen habt. Kommen wir dann noch zum letzten Punkt, das ist einmal die Frequenzglättung. Da muss ich gestehen, da musste ich selber noch einmal kurz nachlesen, was es bedeutet, ist aber auch nicht besonders kompliziert. Wir haben ja gerade gesehen oder wir haben gehört, dass der Algorithmus das Audiosignal in verschiedene Bänder unterteilt. Heißt auch, dass die unabhängig voneinander bearbeitet werden. Und weil die eben unabhängig voneinander bearbeitet werden, kann es eben auch sein, dass die Bearbeitung nicht gleichmäßig ist und dann kommt es zu sogenannten Klingelartefakten. Das heißt, ihr habt wieder so ein ganz kleines, ja, ich sag mal so ein Störgeräusch mit drin. Und wenn das passiert, was eher selten passiert, könnt ihr mit dieser Frequenzglättung nochmal, wie gesagt, diese Bänder glätten und damit wieder dieses Störgeräusch entfernen. Kommt relativ selten vor, also es ist auch nicht einfach rauszuhören, aber wenn ihr sowas mal habt, dann ist diese Einstellung genau das, was ihr braucht. Ich habe gelesen, viele empfehlen da einen Standardwert von 6, das ist also der Mittelwert, weil eben, ich sag mal, dieses Störgeräusch eben so selten vorkommt, kann man das ruhig auf 6 stehen lassen. Heißt also, wir schauen jetzt nochmal, was wir an den Einstellungen noch optimieren können. Ich zeige euch mal jetzt einfach, was passiert hier, wenn wir das auf minus 48 dB stellen. Hören wir uns das nochmal an. Und so verließen wir dieses alte Haus und machten uns auf den zweifelhaften Weg zu einem ungewissen Ziel. Ihr habt schon gehört, das Audiosignal ist so ein bisschen dünn, klingt flach, so ganz leicht metallisch. Hören wir uns das nochmal an, indem ich die Rauschverminderung auf 0 setze. Und so verließen wir dieses alte Haus und machten uns auf den zweifelhaften Weg zu einem ungewissen Ziel. Okay, so, ich hätte jetzt gesagt, so bei 12, 13, 14 dürfte der Drops gelutscht sein. Wir hören uns das nochmal an. Und so verließen wir dieses alte Haus und machten uns auf den zweifelhaften Weg zu einem ungewissen Ziel. Ich hätte jetzt gesagt, das würde mir persönlich so reichen. Es gibt hier noch unten einen Knopf, den habe ich euch noch nicht erklärt, und zwar, das ist die Restmenge. Bei der Restmenge handelt es sich eigentlich nur um den Teil, den der Algorithmus ausgewählt hat, den er später aus dem Audiosignal rauslöscht. Hören wir uns das mal an. Ihr habt schon gehört, dass er wirklich so in den Tiefen ins Audiosignal eingreift und da so ein bisschen wegnimmt. Das heißt, man könnte vielleicht noch hingehen und sagen, ja, ich will aber wirklich nur das Rauschen haben, und man geht eben mit der Rauschverminderung etwas runter. Ja. Schauen wir jetzt mal, was passiert, wenn wir die Empfindlichkeit erhöhen. Da war mal richtig so auf 12. Und ihr merkt, es wird eigentlich noch mehr von der Stimme weggenommen, und genau das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen ja, dass die Stimme erhalten bleibt. Hören wir uns das nochmal an. Sagen wir jetzt einfach mal, mit den Einstellungen sind wir jetzt erstmal so zufrieden. Müssen wir natürlich hier wieder auf Vermindern stellen und nicht, sonst habt ihr nur die Restmenge, sondern ihr müsst hier dann wieder, wenn ihr ja die Restmenge eingestellt habt, wieder auf Vermindern klicken, damit ihr auch hier diese Parameter auf das Audiosignal anwendet. Bestätigen wir einmal.
So, und ihr seht schon hier gerade die Spitzen, die sind so, haben so ein bisschen gezuckt. Das heißt, wir haben schon etwas im Audiosignal bearbeitet und da wäre jetzt die Frage, sind wir mit dem Ergebnis so zufrieden oder nicht? Je weniger sich hier an der Stimme ändert, desto besser. Allerdings muss man auch einen Kompromiss machen, weil Rauschentfernung heißt immer, dass ihr auch so ein bisschen Qualität verliert. Hören wir uns aber den Clip nochmal an. Und so verließen wir dieses alte Haus und machten uns auf den zweifelhaften Weg zu einem ungewissen Ziel. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, wäre akzeptabel. Man könnte aber hingehen und vielleicht noch ein ganz, ganz klein wenig das Rauschen vermindern. Wir probieren es einfach mal aus. Und wir sagen jetzt hier nochmal 12 dB. Und ihr seht wieder, zack, hier hat es gezuckt. Aber ihr seht auch hier, es ist deutlich mehr Rauschen entfernt worden als vorher. Hören wir uns auch das nochmal an. Und so verließen wir dieses alte Haus und machten uns auf den zweifelhaften Weg zu einem ungewissen Ziel. Das hier hinten, was ihr seht, ist im Prinzip ein Ausatmer, das ist kein Rauschen, deswegen habt ihr hier noch so eine ganz leichte Erhöhung drin. Aber so hätte ich gesagt, sind wir auf jeden Fall, bin ich auf jeden Fall zufrieden und hätte gesagt, das könnte man jetzt so verwenden. Wenn durch die Rauschreduzierung das Ganze so ein bisschen, ich sag mal, etwas dünner klingt oder wir haben ja jetzt gesehen, die Stimme hat ja schon ein ganz klein wenig an Bass verloren, könnt ihr natürlich später in eurem Sequencer das Ganze wieder so ein bisschen hinzufügen. Aber das, wie gesagt, würde ich euch einfach in einem anderen Tutorial zeigen. Dann noch eine kleine Empfehlung ganz zum Schluss. Wenn ihr Audiobearbeitung macht, benutzt in jedem Fall einen Kopfhörer, einen guten Kopfhörer, weil ihr einfach viel mehr Details raushört. Das Audiosignal hat eine viel höhere Tiefe, eine bessere Auflösung und dann könnt ihr genauer beurteilen, was ihr wirklich bearbeiten müsst. Deswegen meine Empfehlung, macht die Audiobearbeitung, wenn es geht, immer mit einem Kopfhörer. Das war's auch schon wieder mit diesem kleinen Workshop in Audacity. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe alles richtig erklärt. Falls ich was nicht richtig erklärt habe oder ihr habt etwas nicht verstanden, ihr wisst ja, einfach Fragen in die Kommentare stellen. Ich beantworte eure Fragen wirklich sehr gerne. Dann vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Auf jeden Fall, auch wenn es euch gefallen hat, dieses Video zu liken. Und dann würde ich sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!